Hallo und herzlich willkommen bei der Redaktion Holtex zum fünften Let's Play, dieser fünften Folge von dem Let's Play der Redaktion Holtex. Ich bin der Professor. Und ich bin der Bullige und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, gut, wir sind dabei stehen geblieben, hier glaube ich eine Rüstung uns zu bauen. Ja. Ich kann jetzt mal das Gold auch noch reinpacken. Wir haben jetzt 29 Eisen. Ist das korrekt? Besitzt du auch noch Eisen? Ich habe kein Eisen, nein. Gut, ich glaube, dann mache ich mal einfach so eine Brustplatte. So. Dann mache ich für dich auch eine Brustplatte. Gut. Dann haben wir noch 13 Eisen. Was könnte man da noch machen? Also Hose vielleicht noch? Je nachdem, was mehr bringt. Ich bin mir da nicht so sicher. Nee, zwei Hosen geht nicht. Zwei Hosen geht nicht. Aber wir können uns zwei Helme machen. Ja, dann machen wir zwei Helme. Gut. Okay. Wo bist denn du dann? Ich laufe hier gerade den Abhang hinunter. Ich komme wieder hoch. So, hier habe ich dir ja hingeworfen. Zack. Endlich Kleidung. Ja, endlich ein bisschen geschützt vor dem Schwert des Professors. Und ihr seht schon, schaut mal, ich habe einen neuen Skin, den habe ich mir selber gebastelt. Ja, das ist so ein 1.8 Skin. Ich dachte halt, wie sieht so ein Professor mit Architekt aus und so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dieser Skin. Was haltet ihr denn davon? Schreibt es doch auch mal in die Kommentare. Und man kann auch noch hier unter Skin-Anpassung die Arme anmachen. Den Bart an- und ausschalten. Dann habe ich so eine Jacke an. Hier kann man es besser sehen. Ich habe dann eine Jacke an, ne? So ein Jackett ja. Oder sowas. Und wenn ich die Arme ausstelle, habe ich halt nur eine Weste an. Und dann kann ich aber auch noch... Ja, Moment, man muss das zeigen. Man kann dann auch noch die Jacke ausziehen. Und dann habe ich nur ein Hemd an. Oh. Genau. Für die warmen Tage. Ja, wenn man arbeiten geht. Jetzt bestellt ihr unter der 0800 zweimal die 12. Ich brenne. Zweimal die 12 und dann bekommt ihr die Professor Holtex Actionfigur. Genau, Professor Holtex Actionfigur. Nee, aber ich glaube, der Skin gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, doch. Habe ich auch selbst gebastelt. Habe ich ein bisschen Herzblut reingesteckt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Der ist halt 1.8. Man kann sich da an- und ausziehen. Ist was Tolles. Was wollten wir denn machen? Wir wollten doch eigentlich weiter in die Höhle gehen. Wir haben doch viel zu wenig Stein überhaupt dabei, um hier ein bisschen was zu reißen eigentlich. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch nur noch mal 48. Ich pack das mal in die Kiste. Jetzt wird's auch dunkel. Ach, hier habe ich mich auch... Gar nicht mal so falsch. Aber unsere Möhrchen sind fertig. Unsere Möhrchen sind fertig. Oder gehen wir erst schlafen? Ja, erst schlafen. Schnell, erst schlafen. Was war denn nochmal mein... Ist doch egal. Ja gut, stimmt, das recht. Wir haben uns auch verzählt mit den Steinen, glaube ich. Aber ernte du mal die Möhrchen. Aber nur die, die fertig sind. Ja, die gucken raus. Mit rechts oder linksklick? Risiko. Linksklick. Eine Karotte. Nee, warte mal, hier sind zwei. Nee, ich hab mich doch nicht verzählt. Das ist alles passend. Und was mache ich jetzt? Ja, die wieder pflanzen. Was für eine blöde Frage. Ich dachte, ich dürfte die essen. Naja. Kann ich das auch mit Fleisch? Kann ich hier jetzt ein Steak mit Rechtsklick? Nee. Kannst du leider nicht anpflanzen. Ja, okay, pass auf. Lass mal in die Höhle gehen zusammen. Ja. Und so ein bisschen erkunden. Jo, und dann müssen wir hier auch noch die ganze Erde rausnehmen. Das wird noch eine Haufen Arbeit. Aber so langsam wird es doch schon mal was. Wenn die Grundrisse stehen, dann kann man auf mehr hoffen. Gut. Ja, ich nehme noch ein bisschen Cobblestone mit. Obwohl, hier wäre noch ein Eisenbarren oben drin gewesen. Ja, nimm den mal mit. Habe ich. Ich habe Eisenerz ist hier auch noch, 12 Stück von. Oh, dann nimm das einfach mal mit. Habe ich alles dabei.
Gut, dann können wir jetzt uns ja vielleicht doch noch gleich ein bisschen bessere Rüstung machen. Denn da wir ja so ein bisschen noobig und trottelig hier rumkommen, ist Rüstung, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Den habe ich gar nicht gesehen, das Skelett. Ja, mit meiner Internetleitung. Wenn du reingehst, machst du bitte die Tür zu? Genau. Habe ich Tür zugemacht. Das Gold ist fertig. Ja, dann nehme ich mal raus, damit das auch anfängt zu backen. Ich tue den Eisenbarren mal hier rein. Den Block könnte ich gebrauchen. Ja. Ich glaube, ich packe den Eisenbarren auch mal da rein. Oder was hältst du davon, wenn jeder 3 Eisen mitnimmt, damit man sich zur Not noch eine zweite Spitzhacke bauen könnte? Da sagst du was. Ich habe nicht mal mehr Holz. Für Sticks oder so. Ja, egal. Komm mal. Ich habe genug Holz dabei. Ja? Ja, hier in der Kiste ist auch noch sehr viel Holz. Habe ich nicht gesehen. Was bist denn du jetzt? Ein Baum abhacken. Ach, Mann, das dauert mir zu lange hier. Ich gehe schon mal runter. Ne, genau. Das Gold lasse ich dann hier. Gold lasse ich hier. Das Eisen nehme ich mit. Lapis Lazuli lasse ich hier. Ja, gut. Dann kannst du da Holz aus der Kiste mitnehmen und die und 3 von diesen Eisenbarren. 2, 3. Ich brauche nur 3. Ich weiß gar nicht, wie weit wir das letzte Mal waren. Hier steht auch noch ein Ofen. Waren wir schon in dem zweiten Spalt? Wir haben doch da einen zweiten Spalt gesehen. Ich glaube immer noch nicht, dass wir da drin waren. Doch, da sind Fackeln. Mist! Ja. Waren da denn Höhlen? Nee, wir wollten Strip Mining machen, damit wir auch Stein bekommen. Stein und Diamanten und zum Kram. So. Eine kleine Farmfolge. Ja. Lass mich das machen. Ja, ich meine, glaube ich, erstmal hier auf die passende Höhe runter. Welcher sind wir denn jetzt? Wo steht das noch gleich? Da, 33. Das ist viel zu hoch. Wenn man F3 drückt, oder? Genau. Ich glaube, wir gehen einfach mal auf Höhe 10 so oder so. Dann müssten da, wo wir buddeln, ja Höhe 11 und 12 sein. Ich glaube, das ist die passende Höhe, oder? Ja. Danke. Jetzt mal hier auch F3 mal aus, dann können wir mal ein bisschen besser hier sehen. Oh, hier ist Eisen. Oh, hier ist Eisen. Oh, da liegt Eisen. Oder liegt was Süßes. Oder liegt was Süßes. Oder liegt was Süßes. Da ist noch Eisen. Ja, auf welcher Höhe sind wir jetzt hier? Wir befinden uns gerade auf Höhe 25. Also, es dauert nicht mehr lange. Dann machen wir so einen kleinen Raum, glaube ich, dahin, damit wir gemütlich stehen können. Ich höre Lava. Muss er aufpassen? Links, oder? Ich weiß das gerade mal nicht so. Du bist aus dem Takt gekommen. Du musst einen tiefer. Ey. Sorry. Ich muss einen höher. Ja, du musst einen höher. Wir müssen beide einen höher. Warte. Ja. Was haben wir denn jetzt hier gebaut? Oder ab hier einen tiefer? Nein, lass einfach so weiter buddeln. Kommt ja nicht ja drauf an. Passt schon. Ups. Habe ich eine Schippe dabei? Nee, leider nicht. Nee, ich auch nicht, deswegen. Zuck. Wenn wir gleich ein bisschen Erdarbeiten machen, oder nachher, in den anderen Folgen Erdarbeiten, dann sollten wir uns auf jeden Fall Eisenschippen machen. Höhe 16. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das so aktuell ist mit diesen ganzen, wo jetzt Diamant verteilt ist. So. Ja, stimmt.
das ist nur so aus vergangener Zeit, ne? Aber ich denke mal, das ist... Warte mal, was haben wir hier? Lachlapis Lazuli. Ich dachte, ich wäre jetzt direkt auf einen Diamant gestoßen. Das wäre jetzt mal super Jackpot gewesen. Aber Lapis Lazuli ist auch eine passende Höhe eigentlich. Mhm. Sollen wir uns hier breit machen? Das wäre hier Höhe 11. Ich glaube, die sind von der Höhe 15 bis zur Höhe 9 oder sowas. Also hier sind wir auf jeden Fall passend. Ja. Gut. Ah, du hast da oben noch weggemacht, ne? Damit man nicht mal gegen springt. Ich mach hier so ein bisschen kopfschonend. Wo waren jetzt noch gleich diese andere Höhle? Ein bisschen höher und dann einmal umdrehen. Dann mache ich mal einen Gang noch zur Seite. Fackeln auf die andere Seite. Jo, sehr gut. Naja. Nö, ist doch schon gut. Ey. Hab ich dich schon wieder gehauen? Boah, zum Glück haben wir nur Rüstung an. Ey, wir müssen uns unbedingt noch mehr Rüstung machen, aber gut. Ja, ich hatte jetzt auch nur eine Fackel in der Hand, also keine Sorge. Nee, komm, wir machen das mal hier ein bisschen symmetrisch. Nur einen weg. Ja, genau. So, jetzt können wir quasi in alle Richtungen loslegen. Einfach stumpf drauf los. Ja, machst gut. Du den Gang 2 breit dann? Ja, gut. Und dann die Seitenarme machst du dann einen breit, also holst du nur so rein. Da kann man ein bisschen besser laufen. Und immer rechts halt die üblich. Fackeln. Ja, übliches System. Na gut, dann gehe ich hier mal nach rechts. Ah, obwohl das jetzt natürlich ein bisschen langweilig ist, aber ist ja egal. Das gehört ja irgendwo mit dazu. Und wir wollen ja nun mal ein ganzes Schloss quasi bauen. Eine Burg. Ja. Ne? Eine kleine. Und deswegen macht das durchaus Sinn, da ein bisschen zu farmen. Das ist ja auch ein etwas längeres Projekt, dieses Let's Play. Obsidian kann... Redstone kann ich mit Steinspitzhacke nicht abbauen, ne? Hast du keine Eisen? Nö. Ich will trotzdem mit der Eisen die ganze Zeit arbeiten. Ja, zu spät. Ja, warte mal, meine ist auch... Du hast es mir da oben noch gesagt, aber ich habe nicht auf dich gehört. Hast du denn die 3 Sachen mitgenommen? Natürlich nicht. Dann bau bloß keine Diamanten ab. Nee, mach ich nicht, keine Sorge. Ach ja, so ist das Leben. Jetzt habe ich keine Stücke. So. Sticks habe ich. Ja, ich habe noch 4 Sticks. Nee, jetzt habe ich mir schon gemacht. So. Kohle habe ich hier. Kohle kann man auch immer gebrauchen. Ja, dann Kohle habe ich jetzt auch gerade mal ein richtig dickes Vorkommen. Ich will trotzdem diese Eisenspitzhacken nehmen. Die gehen viel, also die bauen alles ja, viel schneller ab schneller und durch, aber halten lange deswegen. Ja, ich habe mir 3-mal Stein gemacht. Jetzt finde ich auch Eisen. Ja, ich habe ja auch schon Eisen gefunden. Also Eisen haben wir schon ganz schön viel. Ja, bis auf für Rüstung. Ja, doch. So eine komplette Rüstung. Ach, mal gucken. Das kriegen wir auf jeden Fall schnell zusammen, das Eisen. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Da habe ich schon wieder Eisen gefunden. Ich höre auch Lava. Wir müssen echt auf Lava aufpassen. Ich weiß nicht, ob du die... Ich höre kein Lava. Ja, ich meine auch generell. Ob du die Tropfen bei dir angemacht hast? Ja, ja, die habe ich... Also ich habe Lava gehört, da wo du mich das erste Mal vorgewarnt hast. Nee, auch ob du die siehst. So, wenn Lava über dir ist, ob du das dann siehst, wenn das runtertropft. Sollte. Redstone, da brauchen wir eigentlich gar nicht so viel von. Hm. Da werde ich jetzt, glaube ich, auch nicht mal alles aufsammeln.
Jetzt habe ich schon wieder 45 Redstone. Man das als Zielelement vielleicht auch verwenden kann. Ich glaube, es ist wesentlich interessanter bei dir als bei mir. Ach, ich weiß nicht. Also ich kenne mich ja auch nicht so mit Redstone-Schaltung aus und ich möchte ja auch nicht. Nee, so nee, ich meine jetzt von dem, was du gefunden hast, von dem, was ich gefunden habe. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal zur Seite rein. So, ich gehe jetzt wieder. Wir wollen ja Strip Mining machen. Dann lasse ich immer also zwei frei und buddel dann nach rechts und links. Und schau mal, was wir da finden werden. Warum guckst du jetzt so bei mir rein in den Gang? Spionage. So. Warte mal, ich glaube. Ich glaube, ich hab da was. Aha. Bulliger, was komm mal rüber. Was hast du da? Ich glaube, das ist ein Diamant. Ah. Das sind mehrere Diamanten. Voll toll. Ja, komm mal rüber hier. Unsere ersten Diamanten, das müssen wir doch feiern. Hey. Du bist wieder richtig motiviert, ey. Geil, bau sie ab. Gib es ihm. Ramm ihn deine Spitzhacke ins Gesicht. Das sind nur zwei. Das wäre natürlich so eine verzauberte Spitzhacke ganz toll, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, hier zu warten, bis wir Spitzhacken verzaubern können. Ja, das Fackeln machen. Ja, komm, hier. Nein! Ach, okay. Ich dachte, du baust die ab. Dabei hast du ja nur eine Steindingens. Ich baue die jetzt mit der Eisen ab. Hast du aufgesammelt, ne? Ja. Ist eine Eisen, genau. Eisenhacke, ja. Gut. Also den zweiten auch noch. Den geklaut. Anderen habe ich auch. Sehr gut. Am besten packst du jetzt erstmal oben in der Kiste am Ende unseres Minenschachtes, bevor gleich noch wirklich Lava auf uns zukommt. Ja. Ich eile. Soll ich noch was mitnehmen? Nö, eigentlich. Ja doch, warte. Ja, weil, wenn dein Inventar voll ist. Ja, du kannst hier vor allem noch das Eisen schmelzen. Jo. Das Lapislazuli und Redstone mitnehmen. Das brauche ich sowieso nicht. Oh, hier war gerade eine Mücke bei mir. Oh, gleich kriege ich wieder Mückenstiche. So, die Eimer brauche ich auch nicht. Schön. Ja, egal, mein Inventar ist noch nicht so voll. Ja, ich gehe dann, ne? Naja. Mach dir auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke. Werde ich tun. Ich brauche gleich auch noch eine Eisenspitzhacke, glaube ich. Ja, ich bringe dir eine mit runter. Wie viele Diamanten haben wir? Nur zwei, ne? Ja, zwei. Echt, das ist ja blöde. Da findet man mal Diamanten und dann nur zwei. Vielleicht stimmt das auch nicht mehr hier mit den Grundzahlen da hier. Ah doch, das wird schon passen. Guck mal, wir haben doch jetzt ja Diamanten gefunden. Ja, ja. Scheiß Mücke. Boah, ich habe gleich so die Mückenstiche. Naja, gut. Egal. Wir haben jetzt schon mal Diamanten gefunden. Das ist ja schon mal was. Jetzt müssen wir noch einen weiteren Diamanten finden. Dann können wir uns eine Diamant-Spitzhacke bauen. Damit Obsidian abbauen. Dann können wir auch in den Nether. Und ich weiß nicht, was wir da wollen. Doch, vielleicht Quarz. Im Nether gibt es dieses Quarz. Und Quarz könnte ja gut passen. Leute, wenn ihr mal Burg Lichtenstein googelt, dann werdet ihr das sehen, dass es ziemlich weiß ist, das Gebäude. Aus weißem Putz oder Stein. Ich glaube, da kann man ganz gut dann Quarz vernehmen. Kann sein. So. Ich bin wieder auf dem Weg nach unten. Mit zwei Eisenspitzhacken. Wird das hier heute so eine Grubenfolge oder was? Ja, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, wir sind jetzt am Ende unserer Folge. Mal gucken, was wir in nächster Folge noch so machen. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen hier drin rumbuddeln. Und wobei, vielleicht kann einer dann schon wieder
oben ein bisschen was bauen. Denn wir haben jetzt ja genug Steine. Ja, und Eisen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.